da. Siversk. Aufnahme. Geheim. Dimitri Ivanovich, 54. Zuerst hörten wir ein Knacken, wie wenn ein Baum gefällt wird. Ich sagte zu, Name geheim, er solle nachschauen gehen. Es hörte sich an, als käme das Geräusch aus der Kammer. Name geheim stand auf und prüfte die Anzeigewerte. Er sagte, es wäre alles in Ordnung. Und dann begann sich plötzlich die Tür zu verbiegen. Sie wölbte sich, als würde jemand einen Ballon dahinter aufpumpen. Schließlich brach sie aus dem Rahmen und schoss mit voller Wucht ins Zimmer. Der arme Name geheim stand vor mir und die Tür. Sie erledigte ihn einfach. Ich sah alles in Zeitlupe. Ich dachte, gleich würde jemand hereinkommen, das Militär, oder vielleicht hätten uns die Amerikaner angegriffen. Aber es kam niemand. Nur, Name geheim, vergrub sein Gesicht in seinen Händen und begann zu schreien. Wie ein verwundetes Tier. Ich werde diese Schreie nie vergessen. Dann stand er auf, stellte sich mit dem Rücken zu uns, sein Kopf drehte sich herum. So stand er und sah uns an. Ich weiß nicht wie lange, vielleicht eine Sekunde, aber für mich fühlte sich an wie eine Stunde. Ich schrie, die Leute sollten weglaufen, sich in Sicherheit bringen. Schließlich ging Name geheim zu Boden und Name geheim stürzte zu ihm. Es schien, als wollte er etwas sagen, aber sein Gesicht... Ich weiß nicht, Inspektor, ich glaube, ich habe den Verstand verloren. Immer aus dem Zimmer, bitte fahren Sie fort, Dr. Dimitri Ivanovich. Sein Gesicht begann sich aufzulösen, Stück für Stück, wie Scherben einer zerbrochenen Porzellanmaske. Dann begannen plötzlich Gegenstände zu schweben und Tische herumzurücken. Wir hörten Schreie und lautes Gepolter. Alle begannen zu schreien. Ich schrie auch. Wissen Sie, ich fühlte mich, als würde etwas in mir kochen. Ich musste entkommen. Ich begann zu kriechen. Auf dem Boden war eine Flüssigkeit, aber ich kroch einfach weiter. Ich erinnere mich, dass ich meine Augen schloss und mich vorwärts bewegte. Meinem Gedächtnis folgend. Ich hörte Gebrüll und Schreie, bis schließlich etwas explodierte und alles still wurde. Ich weiß nicht, wie lange ich bewegungslos am Boden lag. Schließlich öffnete ich meine Augen, aber um mich war es dunkel. Ich tastete mich zum Flur. Ich stand langsam auf und sah am Ende des Tunnels das schwache Blinken der Notleuchte. Ich ging auf das Ende des Tunnels zu, wobei ich hin und wieder über irgendetwas stolperte. Als ich das Licht fast erreicht hatte, erstarrte ich. Ich schloss meine Augen erneut. Stimme aus dem Zimmer, Sie machen das sehr gut, Dimitri Ivanovich. Bitte fahren Sie fort. Ja, natürlich, es tut mir leid, aber ich weiß nicht. Ich schloss meine Augen, weil ich nicht glauben konnte, was ich sah. Am Ende des Flurs war eine Gabelung. Links und rechts standen Menschen. Wir waren verschmolzen mit Gegenständen, mit den Wänden. Irgendwie miteinander vermischt. Als hätte jemand einen großen Löffel genommen und einen Teil der Welt damit durchgemischt. Was für eine Aussage. So. Für uns gilt es jetzt, die letzte Location zu finden. Da hinten leuchtet was. 6770, das ist hier gleich in der Nähe. Okay. Wir müssen da hoch. Oh, Alter. Verarsch mich nicht, ey. Oh, und jetzt auch noch diese fiesen Fallen hier wieder. Oh, ei, macht mir eine Kirre. So. Ich glaube, hier hatten wir gerade den Zettel gefunden. Jetzt müssten wir hier irgendwo sein. Oder vielleicht da. Ah, das ist so anstrengend. Dass man hier keine ordentliche Orientierung hat.
Das ist wirklich ausgesprochen anstrengend. Da ist Licht. Ach, das ist die Hütte. Da unten, da läuft so ein Viech. So, von hier können wir aber auf jeden Fall gut Ausschau halten und erstmal gucken. Okay, da ist so ein Viech. Da müssen wir uns ein bisschen... müssen wir ein bisschen Abstand halten. Wir müssen auf jeden Fall da hochkommen. Da oben war noch eine Brücke. Da ist da so ein Leuchtemännchen langgelaufen. Oh, nee, hau ab. Okay, er kommt da rum und wir machen uns hier lang aus dem Staub. So, wir müssen da hoch zur Hütte kommen. Das ist jetzt aktuell unsere Aufgabe. Wir müssen uns einen Weg zu der Hütte suchen, da oben. Ach, schau mal einer an. Eine 27-jährige Frau wurde getötet. Der Mörder verstümmelte ihre Leiche. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einem Haus im Zentrum Moskaus die Leiche der 27-jährigen Victoria R. gefunden. Das Opfer wies zahlreiche Verletzungen auf. Die Augen waren stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Täter wurde noch nicht gefasst. Es gibt keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung. Die Wohnungstür, die Fenster waren von innen geschlossen. Victoria R. war die Schwester der 35-jährigen Vera R., die von ihrem Freund Vitali G. auf ähnliche Weise verletzt wurde. Die Ermittler schlossen aus, dass Vitali für die Tat verantwortlich sein könnte, da er zurzeit in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt untergebracht ist. Sie schließt jedoch nicht aus, dass Vitali einen Komplizen gehabt haben könnte. Was für ein verrückter Typ, ey. So, wir kamen von dort... Wir müssen jetzt unbedingt da hoch zu der Hütte. Wir müssen zur Hütte. Komme, was wolle. Komme, was wolle. Wir müssen zur Hütte. Das wird die letzte Location sein, höchstwahrscheinlich. Okay, hier haben wir die Brücke. Ich höre schon wieder einen Zettel. Gut, da hätte ich ihn erwartet. Da ist er aber nicht. Eine Hütte. Wie praktisch. Okay, wir können aber nicht rein, wie es scheint, oder doch? Oh. hab ich mich gerade erschreckt. Habt ihr die gesehen? Habt ihr die gesehen? Oh, da versteckt sich einer im Schrank. Okay, jede Menge scharfe Werkzeuge. Ski. Ein Radio. Schlafsack, Schuhe. Oh, das ist wahrscheinlich hier die Basis von dem Verrückten. Also von uns selbst. So, schauen wir uns das mal an. Whoever you are, if you were reading these words, I beg of you, help us. We are in a place they call Post Office Box 5. I don't know where this is. I don't even know what year it is. They are not allowing anyone from the outside to have contact with us. They lock us up in cells, 4 in each. I saw dozens of cells like that. They talk about something they called Anomaly 7. Every day we undergo tests, research, tortures. I have seen how they kill people. I have seen terrible things. Write about it. Let the world know.
They conduct the worst experiments possible. They have something that we call the fear chamber. There is no way to say what will happen to the person that ends up there. Some come back, but are no longer themselves. They are absent. Others are dragged out dead. Only few stay sane. I have seen a bright orange light, which spoke to me in demonic voices, and showed me things worse than any nightmare you can possibly dream. Sometimes people come out of there with broken bones, mutilated, crushed, irradiated, dismembered. I can't take it in anymore. Take away these images. There is a scientist amongst us. He said that during their sick experiments, they discovered something out of this world. They are trying to test it. The truth is that it is testing them. He told us that there are more places like this around the world, and there will come a day the gates of hell will open. You have to stop this. Destroy it. Destroy us. Kill us all. The center is governed by something that is called the Soviet Research Unit for Natural Phenomena. I have seen this on an ID card of the man that was interrogating me. He said we were prisoners, convicts, murderers, rapists, thieves. But that is not true. I have done nothing wrong. I hate them all. They call us subjects. No names, but subjects. I am Subject 73. I don't even remember my real name. I beg of you, please help us. Burn it all to the ground. If only this letter reached beyond the walls of the center. If only the guard who promised to take it has kept her promise. You have to do something. I swear by all that one holds sacred, you have to. My only cellmate, Anton, whispers in my ear that everything is going to be fine. That the orange light is singing in the voices of hundreds of angel choirs. Anton promised me that if I listen carefully to the singing, he will free me. Sometimes, however, I think that all of this does not exist. There is no prison. There are no bars. There are no doctors. There is no Anton. There's only this frightening, piercing orange light. Okay. Es wird immer rätselhafter. Es denkt man, da bildet sich so ein Bild zusammen. Bitte lass mich in Ruhe, Anton. Halten wir jetzt von dem Ganzen? Also er ist auf jeden Fall vollkommen durchgedreht. So viel ist sicher. So, jetzt klappert es nicht mehr. Aber irgendwo scheppert und kracht es. Hier kommen wir nicht runter. Was ist denn das? Sind das die Steine, dass die wieder hoch und runter springen? Oder... was ist da los? Ich guck mal kurz auf die Karte. Was sind das, die Dinger? Die haben wir erst am Anfang, sind die doch auch einmal. Hops. Hoch und runter. So. Da. Das heißt, am besten jetzt dahin zurück. Dann dahin teleportieren und... teleportieren. Schnellreise, wie auch immer. Reisen im Schlaf. Reise im Schlafmantel. Oh. Hallo? Ich glaube, wir stecken jetzt gerade fest.
Glück gehabt. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier gerade auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Das wird sich bald zeigen. Boah, ja, gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Hier da drüben kommen wir auf jeden Fall schon mal zum Lager. Ist hier was zu sehen? Nö, okay. Dann müssen wir bestimmt zum Lager. Dann schnell reisen wir uns da hinten hin. So. Zack, einmal dahin. Ja, genau, das habe ich mir gedacht. Und rums. So. Mhm. Akt 3. Ach, das ist jetzt... You understood your role in my plan? There are no random victims, and nobody is completely innocent. You may not agree, but when the gates to Section 22 open and the world will see true madness, you will understand that everything I had done was necessary. Okay. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt vorbei. Ich dachte, jetzt kommt eine Auflösung oder sowas. Oder. Oh, ist das skurril, dieses Spiel. Vor allem, wer denkt sich denn sowas aus? Oh. Jetzt machen sie eigentlich richtig kaputt hier. Die Stimme im Kopf. Oh. Von allen Seiten. Nein, ich höre dich nicht. Mein Lager? Oh, hör doch auf. Was? Okay. Okay, das war also Kolat. Also nicht schlecht, muss ich sagen, nicht schlecht. Zwischendurch hat es mich ein bisschen genervt, diese Rennerei, aber so ein paar unangenehme Momente waren schon dabei. Es war schon so, dass sie es hingekriegt haben, einigermaßen eine ordentliche Atmosphäre zu schaffen. Und ein paar, naja, Jumpscares jetzt nicht, außer der in der Hütte, da ist mir direkt die Maus von links nach rechts geflogen. Aber ja, grundsätzlich. Erzählt auch eine kranke Geschichte. Kann man sich für das Geld den schmalen Taler eigentlich mal gönnen. Doch. Rückblickend betrachtet, war ein ganz gutes Spiel. Hat mir gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr euch dann einfach auch noch mal ein paar andere Let's Plays von mir anguckt. Und bis ich weiterempfehlen, müsst ihr wissen. Okay. Auf jeden Fall schön, dass du dir das angeguckt hast. Und bis zum nächsten Mal dann. Ahoi, ich lasse hier einfach noch den Abspann durchlaufen. Lass dir gut gehen. Ciao. Und tschüssi. When the ashes arise.
ashes of rise, the light shall fall. Will you find me? Oh, will you find me? I have faith. That you are safe.